Hey, hey, hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Saints Day, ja? Brave Soldiers, Knights of the Zodiac für die PlayStation 3. Und jetzt mal einen kleinen Moment, kurz auf die Musik achten. Nämlich die Stelle jetzt. Erinnert mich total an ein Lied aus Fire Emblem, beziehungsweise umso mehr noch an den Smash Brothers Brawl Remix davon. Nämlich das hier. Zumindest so den Anfang. Das ist, also in Brawl heißt es Strike to the Challenge. Ich glaube, im Original heißt es aber nur Strike. Und, ja. Gut, wir sind im Palace of Sagittarius. Das ist ein Sequenzkapitel. Schauen wir es uns mal an. Und danach wird noch ein bisschen gekämpft. Ja. Aiolus' last request. アテナが密かに持ち込んでいたサジタリアスのゴールドクロスが突如光り共鳴する12体のゴールドクロス一星層の時を超えサンクチュアリに全てのゴールドクロスが消えた聖夜たちは人馬宮を見上げつかの間戦いの始まりとなった。 Okay, wer ist Aiolus und wieso ist der tot? Und wieso weiß ich davon nichts? Ja, das ist ein bisschen schwach erzählt, finde ich. Aber reden wir später nochmal drüber. Ja, genau, der Bogenschütze. Ich kenne den. Also ich habe mir den schon mal durchgelesen im Internet. この陣馬宮へ入っていった光は、サジタリアスのクロスが動いている。何？まるで聖夜を狙っているかのようだ。バカな。一体どうしたって言うんだ。クロスの弓が動いた。聖夜、危ない。これは。 Moment mal, hat er sich schon nicht geopfert? Wieso sind die jetzt wieder da? Der ist ja ein Kerl. Ach, ich check gar nichts gerade. Ich check gar nichts. アイオロスの熱い思いがあのわずかな遺書から伝わってくる。アイオロス、今ここで改めて誓う。アテナは俺たちが必ず守り抜くと。この先どんなことがあっても知るなよ。この果てしなき星渦巻く銀河で同じ時代を分かち合って生まれ熱き血潮の兄弟たちよ。 Ja, blutsprüder Alles klar. Dann haben wir jetzt wieder drei Kämpfe vor uns gegen Shura, Camus und Aphrodite. Was macht denn Camus jetzt schon wieder hier? Die dreckige Missgeburt. Dann haben wir Shura, Shirio, Yoga und Aphrodite und Shun. Challenge. Win with at least 50%. Okay, Donya, okay, das ist machbar. Achievement, ja, das ist machbar. Will ich sowieso. Don't let you run into the Big Bang Attack. Okay. Machbar. Finish will. Oh Gott. Mit wem? Ah, Shiryu, das geht noch. Nee, Moment, das geht gar nicht. Ach du Scheiße. Na, das wird interessant.
Na gut, fangen wir mal mit 12, 13 Wurzeln. Fangen wir mit der 12 an. Ja. Shura, the man with the holy sword. ヨルドセイントの姿はなかった。聖夜たちは一気に急を駆け。だがその背後からふいをついて、ヤギザ・カプリコーンのゴールドセイントシュラが恐るべき主導で大。お前がマカツ級を守護するカプリコーンのシュラ。他の3人のように飛べなかったところを見ると、 俺が切り裂いた亀裂に恐れおののいたようだな。俺まで飛んでいたら、今頃貴様の第二の攻撃で地の底へまっしぐら。おお、仲間を無事に逃がすためにあえてこの場に残ったというのか。こしゃくな、後悔するぞ、小僧。 Okay, Kampf gegen Shura, der plötzlich kein Schwert mehr hat. Okay. Er wird als der Mann mit dem Schwert angekündigt und hat im Kampf kein Schwert. Erstmal kurz. Oh Gott. Ich muss erstmal kurz wieder ein bisschen in. Reinkommen. Ich habe jetzt eine ganze Weile wieder nicht gespielt. Moment, ging das? So ging das. Alles klar, gut. Halt mal deine Fresse, Shura. Okay, ganz ehrlich, ich wollte... Ich warte kurz, bis er ausgelabert hat und dann erkläre ich, was ich sagen wollte. So, ich glaube, er hat ausgelabert. Dann sage ich es jetzt mal kurz. Es gibt nämlich eine Sache, die wollte ich erst in den Credits erwähnen, aber ich erwähne es jetzt, die mich wirklich tierisch an diesem Spiel stört. Und das ist, dass die Charaktere während der Kämpfe so behindert labern müssen. Weil A, ganz ehrlich, es ist zwar bestimmt nicht uninteressant, was sie hier labern. Aber ganz ehrlich, ich achte, wenn ich hier gegen den kämpfe, wenn ich hier konzentriert gegen den kämpfe, achte ich nicht auf diese eine Ecke da unten links, bei der die irgendwelche Dreckscheiße labern. Und mal abgesehen davon nervt sie mich tierisch beim Aufnehmen gerade, weil wenn ich es eh nicht lese, und ich weiß nicht, ob von euch das überhaupt irgendjemand liest, ich denke mal, wenn man zuschaut und nicht konzentriert auf den Kampf ist, also nicht so konzentriert auf den Kampf, ist es vielleicht ein bisschen angenehmer. Vielleicht kann man das dann auch ordentlich lesen. Aber ganz ehrlich, ich kämpfe hier und ich muss mich auch auf den Kampf konzentrieren, weil ich sonst nichts gebacken bekomme oder was weiß ich denn. Und da habe ich keinen Bock, dieses scheiß kleine Kackkästchen da unten mitzulesen, während die einfach nicht die Fresse halten und ich nicht reden kann während meines Let's Plays. Und das geht mir wirklich, also das geht mir gerade wirklich so dermaßen auf den Sack. Also schon während des ganzen LPs, und es wird ja nicht besser, es wird ja immer schlimmer hier. Also das ist echt, das geht mir echt ganz, ganz tierisch auf den Sack. Ich sag mal, vielleicht wäre das was anderes, wenn ich das privat so für mich spielen würde, hier das Spiel, aber das tue ich nicht. Und das ist echt extrem nervtötend gerade. Oh. Und natürlich diese ständig weglaufenden Kackgegner, aber gut. Trotzdem macht mir das Spiel irgendwie Spaß, wobei mir, ehrlich gesagt, und vielleicht kommt's während des LPs so rüber, dass mir das Spiel nicht gefällt, aber das ist nicht so. Also ich sag mal, mir macht nur irgendwie der Story-Modus keinen Spaß, das ist echt traurig eigentlich. Also,
Ich habe ja schon ganz viel hier Survival Mode und Galaxy War, also Tournament Mode, gespielt. Und das macht mir wirklich sehr viel Spaß. Da habe ich wirklich ganz viel Spaß. Das mache ich auch wirklich, wirklich gern. Aber dieser Story-Modus hier geht mir ehrlich gesagt einfach nur auf den Sack. Deswegen finde ich es auch fast schon schade, dass ich mich dazu entschieden habe, den hier aufzunehmen. Und nicht irgendwie den Turniermodus oder so. Warum er mir auf den Sack geht, ja, das werde ich dann hauptsächlich dann während der Credits erzählen. Aber ich kann ja jetzt schon mal anfangen. Ich erzähle dazu dann was in den Credits. Das ist, vielleicht ändert sich's noch. Und schon wieder stirbt jemand und wird dann irgendwie wiederbelebt. Gut, dann komme ich jetzt doch mal dazu. Was mich am Story Mode stört. Wo fange ich an? Die Story. Ich finde die Story an sich gar nicht so uninteressant. Die ist eigentlich ganz nett. Das ist aber nichts vom Spiel. Das ist ja, was der Anime vorgibt. Oder die Mangas, wie auch immer. Das ist ja nichts, was das Spiel erfunden hat. Was mir überhaupt nicht am Story-Mode zusagt, ist eigentlich der gesamte Story-Mode. Mir gefällt diese ganze Map und so und diese Challenges und so, ist alles ganz cool gemacht und so. Aber, wie soll ich sagen? Also erstmal die Sequenzen hier, die erstmal nur in Bildern stattfinden, die nicht irgendwie, wo nicht irgendwie richtige schöne Sequenzen wie, was weiß ich, in den Naruto oder Dragon Ball Spielen oder so gemacht wurden. Ne, gut, Dragon Ball, da sind kaum Sequenzen. Aber in den Naruto Spielen zum Beispiel, ist jetzt wirklich nur ein Beispiel, ja, um das deutlich zu machen, was ich meine. Dann sind diese Bildergeschichten meiner Meinung nach unglaublich uninteressant gestaltet. Also vielleicht liegt es daran, dass ich den Anime nicht kenne und nicht viel damit verbinde oder so. Aber ganz ehrlich, ich als Nicht-Anime-Kenner kapiere überhaupt nichts. Also ich verstehe ungefähr, es geht hier um Götter, bla, und diese Goldcloths, die müssen diesen Tempel von Athena irgendwie beschützen. Und wir müssen sie halt dahin bringen, weil sie durch irgendwas Komisches verletzt wurde, was ich gar nicht richtig mitbekommen habe. Ja, und der Einzige, der das heilen kann, ist dieser komische Grand Pope. Das habe ich auch mitbekommen, aber trotzdem haben diese Gold Saints hier, egal wie gut oder böse sie sind, haben die Aufgabe, den Tempel um jeden Preis zu beschützen. Vor jedem, auch vor uns. So. Dann sterben ständig irgendwie welche und sind dann plötzlich wieder da oder werden plötzlich irgendwie wiederbelebt und bei der Wiederbelebung stirbt eigentlich jemand, aber der ist dann ganz plötzlich auch wieder da. Dann ist es bei jedem dritten Kampf, nee, bei jedem zweiten Kampf so, oh was, du tötest mich, nein, ich nehme dich mit in den Tod. Und dadurch wird das irgendwie nicht mehr, ich weiß nicht, mir ist während der Sequenzen immer langweilig, weil ich check nichts. Ich kenne den Anime nicht und ich verstehe von der Story überhaupt nichts. Oder nicht viel. Und das, was ich verstehe, klingt schwach. Also vielleicht ist auch einfach die Story vom Anime schwach. Aber hier ist sie definitiv schwach erzählt. Und diese ganzen Dialoge sind einfach mal so scheiße, muss ich ehrlich sagen. Die sind einfach scheiße. Und was mich auch noch stört, gut, das ist jetzt Geschmackssache. Wahrscheinlich ist, dass es hier nur die japanische Synchro gibt. Denn ich mag zwar Japanisch und so, da sage ich gar nichts gegen. Ich schaue auch, wenn ich mal Anime schaue, was ich ja nicht häufig tue, ich lese ja Mangas, dann schaue ich die oft auch mit japanischer Synchro und englischen Untertiteln. Aber ganz ehrlich, ich finde englische Synchro einfach viel cooler. Weil, also englische Synchro und deutsche Untertitel ist für mich eigentlich doch fast schon perfekt, was daran liegt, dass, also zum einen, ich kann Deutsch mitlesen, wenn ich irgendwas nicht verstehe. Heißt, so verstehe ich wirklich alles. Auch wenn irgendwas mit, was weiß ich, Hochenglisch oder Hochjapanisch
hier erklärt ist oder so, verstehe ich das dann halt nicht unbedingt. Deswegen notfalls mitlesen. Und wenn ich gleichzeitig die englische Synchro habe, kann ich gleichzeitig hören und verstehen. Und dann entdeckt man manchmal so lustige Veränderungen, wie manches in englischer zu deutscher Sprache verändert wurde. Oder so. Also das war zum Beispiel in FF10 ganz deutlich. Wenn man da deutsche Untertitel hat, ne, und dazu die englische Synchro, das war echt manchmal witzig, wie das so abgeändert wurde. Und so kann ich immer, wenn ich mal, was weiß ich, so langsam mal mitlesen oder sowas, weiß ich denn irgendwie, ich kann immer mithören, Englisch, weil Englisch verstehe ich, Japanisch verstehe ich nicht. Und deshalb gefällt mir persönlich englische Synchro zumindest in Videospielen besser. Also wenigstens die Spiele würde ich ganz gern mit englischer Synchro spielen. Auch die Naruto und Dragon Ball Spiele habe ich immer mit englischer und nicht mit japanischer Synchro gespielt. プリコーンの日も消えた。11番目の方米911ガネバ。このコスモ。交流派は我が太陽ある老師に禁じられていた。己の命と引き換えにどんな強敵も。なんだと。ライブラの老師にか。ならば。 Wer Sauri? Ja, wir haben Shura freigeschaltet und die Stage, das ist schön. S-Rang, die Challenge haben wir geschafft. Da würde ich sagen, wir sind zum nächsten Part wieder, wo ich wahrscheinlich Camus machen werde. Und eventuell, wenn ich schaffe, auch noch Aphrodite. Und ja, dann bis dann und tschüss.